Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu den Kulturtipps. Heute darf ich Sie mal aus einem kleinen, ganz feinen und speziellen Buchladen im Herzen der KDV begrüßen. Zack, 3 Jahre später hat er auch schon einen Preis gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Ronald, zum Buchhandel oder Buchhändler. Buchhandlungspreis 2020. Wie kriegt man so einen Preis? Na, da kann man sich bewerben. Der ist explizit für kleinere, unabhängige Buchhandlungen gedacht, die sich mit einem entweder speziellen Sortiment auszeichnen oder durch spezielle Ideen, wie sie die Bücher unter die Leute bringen. Ich habe schon eingangs gesagt, es ist ein spezieller Laden. Was ist denn so speziell an diesem Laden? Also das ist einerseits natürlich der Schwerpunkt, so wie was der Name auch schon sagt, Sequential Art, auf Comics und Graphic Novels, also sprich anspruchsvolle Comics für Erwachsene. Für Erwachsene, nicht nur für Erwachsene, aber eher so ein bisschen künstlerisch angehaucht. Also nicht so diese ganze Superheldengeschichte, DC und Marvel, die haben wir zwar auch ein kleines bisschen im Laden, aber eher die ganzen künstlerisch angehauchten Geschichten. Und ich sag mal, so ein zweiter Schwerpunkt bei uns sind tatsächlich kleinere, unabhängige Verlage, die sogenannte Independents. Mhm. Die sich bei uns relativ wohlfühlen, die in anderen Buchhandlungen, in den größeren, vielleicht eher so ein bisschen untergehen. Bist du denn so ein persönlich auch so ein Comic-Freak? Ja, natürlich. Also hier in dem Laden steckt natürlich so ein bisschen der subjektive Geschmack auch ein kleines bisschen mit drin. Comics gibt es ja tatsächlich schon ein bisschen länger. Ne? Naja. Aber diese Art, diese Graphic Novels, ist ja ein Begriff, da streiten sich heutzutage noch die Gelehrten. Hat man versucht, ins Deutsche zu adaptieren, diesen Begriff? Also grafische Novellen ist aber fehlgeschlagen, ne? Ja, das ist so ein kleiner Kunstgriff, das ist so der Versuch, marketingtechnisch ein kleines bisschen eben dieses künstlerisch Anspruchsvolle ein bisschen herauszuheben, weil bei vielen Leuten, zumindest hier in Deutschland, immer noch so ein bisschen so dieses Klischee Comics, das ist Donald Duck und ja, genau. Jetzt eben so ein bisschen, genau sowas. Es hört sich immer so ein bisschen hochtrabend an und versucht immer so ein bisschen künstlich diese Linie zu ziehen zwischen anspruchsvollem Comic und das andere wäre es nicht. Das soll eigentlich auch nicht passieren. Trotzdem wurde sozusagen dieser Begriff Graphic Novel als Begriff sich herausgesucht, um sich da ein bisschen abzugrenzen. Und es hat ja eigentlich auch funktioniert. Mhm. Also die Comics, / Graphic Novels, ziehen ja auch immer mehr in den normalen, auch wieder in Anführungsstrichen, Buchhandel ein. Und das ist ja auch gut so. Das Ribnitzer Große Moor ist ein besonderer Teil des Stadtwaldes in Ribnitz-Damgarten im Landkreis Vorpommern-Rügen. Seit 1939 steht es unter Denkmalschutz. Auf einer Fläche von knapp 3 Quadratkilometern können Sie hier 8 Kilometer wandern gehen und dabei seltene Pflanzen wie das Wollgras, den Sonnentau, eine fleischfressende Pflanze oder das Sumpfporst entdecken. Nutzen Sie einen schönen Herbsttag, um dort spazieren zu gehen und die idyllische Natur zu genießen. Für Fahrradfahrer sind nicht alle Wege unbedingt zu empfehlen. Ich habe mir mal 1, 2 Sachen angeguckt. Ich finde es immer sehr politisch oder ist es mir so ein bisschen so szeneorientiert. Also es ist so ein bisschen underground, also es ist nie so einfach nur so eine Geschichte. Es sind immer Schicksale dahinter, also das Politische ist oftmals auch satirisch. Das ist im Prinzip alles. Also du hast im Prinzip Möglichkeiten gerade beschrieben, was alles als thematisch behandelt werden kann oder eben auch als Geschichte. Comics haben schon immer, also schon ganz, ganz lange, sämtliche Themenfelder, die in unserer Gesellschaft eine Rolle spielen, behandelt. Und das ist ja auch wirklich dieses Tolle und dieses Anspruchsvolle, was im Prinzip in den letzten Jahren immer noch viel zu kurz kam. Also du machst ja nicht nur diesen Buchladen, sondern du machst auch darüber hinaus Veranstaltungen. Ist gerade ein bisschen schwierig, aber du hattest auch mal einen Comiczeichner hier, ne? Ach, da gab es schon mehrere auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, auf welchen du... Ihr habt Namen vergessen jetzt. Der letzte, der hier war. Der letzte Comiczeichner, das war tatsächlich zum Gratis-Comic-Tag, der ja leider im Frühjahr auch aufgrund der Umstände ausfallen musste. Den haben wir jetzt im September nachgeholt. Und das waren Bea Davis und Michael Bayer aus dem kleinen, aber feinen Jaja-Verlag aus Berlin. Was wir hier als Schaufensterlesung veranstaltet haben. Wir mussten ja auch ein bisschen kreativ sein, wie wir das alles machen. Und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Tür auf und dann hingesetzt und dann hat er es vorgelesen. Nee, die haben draußen gesessen und die Leute haben draußen auf der Straße gestanden und ich habe von drinnen die Bilder zu der Lesung ins Schaufenster reingebeamt. Ah, so krass. Ja. Also Veranstaltung ist ja momentan ein bisschen schwierig, aber du machst auch Poetry for Future zum Beispiel. Poetry for Future wäre eigentlich die nächste Lesung gewesen, jetzt am Freitag im Mau, muss nun leider auch erstmal ausfallen. Das ist...
Das sind Texte von Autorinnen und Autoren, die eigentlich aus der Poetry-Slam-Ecke kommen, die sich aber eben mit dem Thema, wie gehen wir eigentlich mit unserer Welt um und wie wollen wir das alles in den Griff kriegen, Klimaveränderung und so weiter, die sich damit explizit befassen. Also eine sehr schöne Geschichte, die sehr gut eigentlich auch ausdrückt, was ich hier eigentlich auch machen will, so verschiedene Subtexte und so weiter miteinander zu verbinden. So, du hast jetzt den Preis abgeräumt, hast dich hier ordentlich sozusagen in der KDV etabliert. Was sind die nächsten Ziele? Na, noch habe ich den Preis nicht. Also ich bin nominiert. Irgendwann jetzt die nächsten Tage soll die Preisverleihung auch funktionieren. Das heißt auf jeden Fall Minimum, es gibt unterschiedliche Stufen. Den kleinsten Preis. Den kleinsten Preis, der ist sozusagen sicher. Ja, was mache ich damit? Also den werde ich auf jeden Fall dafür einsetzen, um hier ein kleines bisschen im Laden weiterzubauen. Und ich werde ihn aber auch für zukünftige Veranstaltungen einsetzen, wenn es im nächsten Jahr dann auch wieder hoffentlich wieder losgehen kann. Das hoffen wir auch. Ja, dann erstmal dir viel Erfolg, weiterhin viel Glück mit deinem tollen und ganz kleinen, feinen Buchladen. Ja, kommen Sie mal her, wenn Sie Lust drauf haben, stöbern und das macht auf jeden Fall Laune und Spaß. Sieht man mal ein paar andere Dinge. Herzlichen Dank. Bis nächste Woche, wenn Sie mögen und leben Sie Kultur. Die Kulturtipps in Zusammenarbeit mit dem Kulturkalender unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern.